Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Witcher 3, Folge 53, neue Aufnahme, neue Folge. Wo bin ich? In Ochsenfurt, genau. So, folgendes. Die letzten Tage kam mal wieder nichts. Ich hab's letzte Mal schon gesagt, das liegt am Wetter. Es ist so warm, ich kann mich kaum konzentrieren. Jetzt wird's wieder kühler, wieder mal. Und die letzten Tage war oder ist E3. Und bei mir ist es Tradition, schon seit ich... ja, eigentlich das erste Mal von der E3 gehört habe, das war zu... das war noch zu Gamecube-Zeiten, vor Gamecube-Zeiten sogar noch. Doch, Gamecube-Zeiten. Also vor... Scheiße, will ich gar nicht dran denken, weil es viel zu lange her ist. Weil das nur aufzeigt, wie alt man geworden ist. Auf jeden Fall Ewigkeiten her. Es ist Tradition, ich gucke mir jedes Jahr E3 an. Egal, ob es was zu sehen gibt oder nicht. So wie in diesem Jahr. Wo wir eigentlich nichts gesehen haben, außer Render-Trailer und Cutscenes und kein Gameplay zu irgendwas. Und das Highlight einer Microsoft-Pressekonferenz ein Third-Party-Spiel ist, das wir auch bereits kennen. Und der Auftritt eines Keanu Reeves. So, wir müssen eigentlich Scheiterhaufen in Novigrad machen. Allerdings haben wir vorher noch die Quest Sammle sie alle, gotta catch them all. Und Teil davon ist es, ein Gewinnspiel gegen Stierpan, den Wirt, in Ochsenfurt zu gewinnen. Das haben wir das letzte Mal schon mal probiert, oder letztens schon probiert. Das ist voll in die Hose gegangen. Jetzt, gewappnet mit den Tipps aus den Kommentaren. Übrigens, vielen Dank an Salia77 für die vielen Tipps. Mache ich mich auf! Und mit einem besseren Deck. Und probiere es nochmal gegen den Meister von Ochsenfurt zu kämpfen. Er hebt seinen Finger und sagt... Nein, das schaffst du nicht. Ich sag, ich schaff das. Ich habe das nämlich vorhin schon gemacht, da ist ja aber die Aufnahme flöten gegangen. Ich habe nämlich versucht, einen Facecam-Test zu machen. Das stand ja auch in den Kommentaren. Nicht, dass ich das bei Witcher 3 machen würde. Ich würde das auf keinen Fall machen. Aus mehreren Gründen. Erster Grund ist, ich bin einfach scheiße hässlich. Nein, der wahre Grund ist, es ist mir zu viel geraffelt. Also es ist mir zu viel. Es wäre mir zu viel Vorbereitung, ja? Ich müsste mich immer schick machen, also schön machen, schönär machen. Ich bin ja sowieso schon wunderschön. So wie immer. So wie jeder Mensch wunderschön ist. Habe ich das nicht wunderschön gesagt? Ja, ich bin ja sowieso schon wunderschön. Aber es geht halt auch auf die Leistung und sagen wir es mal so, meine Leistung hier ist sowieso nicht so toll. So, aber wer ist noch weg? So, in den Kommentaren stand, ich soll immer starke Karten mit schwachen austauschen, beziehungsweise schwache mit starken. Also jedes Mal, wenn ich eine starke, wie zum Beispiel hier den Werner Roche, den wir das letzte Mal beim Wahrsager gewonnen haben, habe, also reinlege, dann soll ich eine schwache Karte raus. Mache ich auch eigentlich immer. Das letzte Mal hatte ich nur 23 Karten im Deck. Und da ich allgemein keine so starken Karten habe, macht das keinen Unterschied. Natürlich, das habe ich auch schon immer gesagt, umso weniger schwache Karten du hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du starke ziehst. Wenn allerdings alle Karten so im 5er, 6er Bereich sind, dann macht das nicht wirklich einen Unterschied. So, ich habe schon gegen ihn gespielt. Ich weiß, wie er tickt. Ich weiß, was für einen Anführer er einsetzen wird. Und zwar hat er das Kaiserreich Nilfgaard. Und den Anführer, der meinen Anführer sinnlos werden lässt. Und ich weiß, dass er auf Fernkämpfer setzt. Das heißt, ich kann kein Wetter clearen. Also er setzt Wetterkarten ein. Er setzt auf Fernkämpfer. Und ich kann keine Wetterkarten weghauen, indem ich meinen Anführer einsetze. Das heißt, ich muss gutes Wetter reintun. Ich muss gute Wetterkarten oder allgemein Wetterkarten benutzen, damit ich gegen ihn eine Chance habe. So, das hat das letzte Mal ganz gut funktioniert, durch Versauen seinerseits. Das war eigentlich ganz witzig, schade, dass das nicht aufgenommen wurde. Aber, hey, so ist es nochmal. Momentan mache ich einen kleinen Live-LP-Test, so im Geheimen im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, wieso ich das erzähle, einfach nur aus reiner Langeweile wahrscheinlich. Ich habe ein Scheißdeck gezogen. Ich habe Scheißkarten gezogen, guck dir das an. Ein Spion, okay. Zwei Finden. Er setzt auch relativ viel auf Spione und Karten aus seinem Deck rausholen, aus der Ablagestapel rausholen und verbrennen. Also es ist ein härterer Gegner. Zumindest hat er das letzte Mal das alles gemacht. Komm, Stila, weg. Horn des Kommandanten. Ja, es
Ja, gut, kann da bleiben. Da ich keine schwächere Karte habe als 5, kann auch Kera weg. Gut, das ist jetzt ungünstig. Aber ich habe ja den Spion. Ich hoffe mal, da kommt was bei raus. Immerhin. Wir haben einen Roche. Immerhin. Das, ja. Okay. Soll ich passen? Gleich? Am Anfang? Nee, macht keinen Sinn. So, was mal hier zu spielen, macht keinen Sinn. Das habe ich das letzte Mal auch falsch gemacht. Des Weiteren waren in den Kommentaren oder im Kommentar mit den ganzen Tipps. Nochmal vielen Dank übrigens. Die helfen schon. Es standen aber auch eigentlich Sachen drin, die ich gleich selbst bemerkt habe. Oder die auf einen anderen Spielstil zurückzuführen sind. Wie zum Beispiel eben, dass ich hier die Heilerin des Grr-Punkt-Fanlines, wahrscheinlich großen Fanlines, oder des grünen Fanlines, oder des grauen Fanlines, ausgespielt habe, obwohl ich nichts im Ablagestapel habe. Das ist mir natürlich sofort aufgefallen, ja, das habe ich auch sofort gesagt. So, da ich nichts habe, das ich ausspielen kann, mache ich eine Belagerungskarte. Will ich eigentlich ungerne, weil die relativ stark ist und weil es eine Belagerungskarte ist. Und alles Mögliche, aber genau, von denen hat er auch relativ viele, das weiß ich auch noch. Das heißt, ich versuche ihn dazu zu bringen, die weiter auszuspielen. Ich kann ja mit der Finte die Belagerungskarten zurückholen, theoretisch. Oder wenn sie besiegt sind, kann ich sie in der nächsten Runde mit dem Heiler zurückholen. Ich könnte sie theoretisch jetzt zurückholen und dann nochmal einfach ausspielen, die Belagerungskarte, weil ich will hier... Ihn zum Beispiel will ich nicht ausspielen. Das ist ja Verbrennen. Verbrenne die stärksten Nahkampfeinheiten des Gegners, wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfeinheiten mindestens 10 ist. Die sind jetzt momentan bei 10? Naja, ne, 11 sogar. Das heißt, der Spion und der komische Ritter werden weg. Ich weiß allerdings, dass er noch mehr Karten von denen hier spielen wird. Was keinen Unterschied macht eigentlich. Das heißt, ich könnte ihn theoretisch ausspielen. Will ich aber noch nicht machen. Das will ich mir aufheben. Ich könnte passen. Dann gewinnt er die Runde. Was mir nichts bringt. Also gar nichts. Dann spielen wir die Finte aus. Ich wollte mir die Finte eigentlich aufheben, bis er seine Spione spielt. Da sind sie. Genau deswegen wollte ich die Finte eigentlich nicht ausspielen. Dann holen wir uns einen Spion. Werden ihn ausspielen. Er passt, was mir ganz gut ins Ding passt. Das heißt, er kann mit dem Spion nichts mehr anfangen. Jetzt könnte ich theoretisch, und das werde ich jetzt auch machen, auch wenn ich gesagt habe, das will ich eigentlich nicht mehr machen, ihn hier ausspielen. Er hat nämlich relativ viele Karten mit 4. Damit habe ich mehr Karten. Also mit mir mehr Punkte. Und habe gewonnen. Ha, was bin ich doch für ein Meisterstratege. Gewappnet mit Kollektivwissen. Das ist doch super. Hier ist ja noch ein Spion, den können wir gleich ausspielen. Auch wenn er Stärke 5 hat. Ich krieg 2 Karten. Er wird ihn mit einer Finte zurückholen, nehme ich mal an. Oder irgendwie sowas in der Art. Da glaube ich fest dran, dass der eine Finte ausspielt. Dann holen wir den Werner Roche, weil ich muss die Runde sowieso... Naja, ich muss die Runde nicht gewinnen, aber ich könnte sie. Das habe ich hier auf dem Ablagestapel. Auch sehr schön. Dann spielen wir den Heiler. Den Heiler. Und holen uns ihn hier zurück. Den Verbrenner. Verdammt. Ich habe gedacht, ich krieg sie auf die Hand zurück. Ich bin so doof. Ich habe gedacht, ich kriege ihn auf die Hand zurück. Und nicht, dass er sofort ausgespielt wird. Ah, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das steht hier bestimmt drin. Das steht hier. Ah, nee, sie liegt ja noch hier. Spiele sie sofort aus. Früher war ich in sowas viel besser. Da habe ich mir sowas gemerkt, wenn ich sowas gelesen habe. Mein Hirn ist nicht mehr das, was es mal war. So.
Hier, ihn. Bin zwar schon bei 22. Aber... Gut, ja, er hat noch eine normale Verbrennkarte, zumindest hat er sie irgendwo im Deck. Ich weiß nicht, ob er sie auf der Hand hat. Aber sei es drum. Sei es drum. Jetzt hat er sich selbst verkuppelt, er hat nämlich haufenweise Fernkampfeinheiten. Also mache ich jetzt, ihn hier ausspielen. Ach, ich wünschte, ich hätte meine Finden noch. War jetzt unbedingt, war jetzt nicht unbedingt das Schlauste, aber... Ach ja. Ich sehe schon, das werde ich nicht gewinnen. Das werde ich nicht gewinnen, einfach weil ich Kacke gespielt habe. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Das lief beim letzten Mal besser. Das ist so brutal, wie viele Leute, wie viele Karten er aus dem Ablagestapel holen kann. Das ist seine stärkste Einheitenkarte mit 10, zumindest war sie es bisher immer. Ja, es ist schon ein Vorteil, wenn man das Deck seines Gegners kennt. So, jetzt habe ich noch schönes Wetter, was Selbstmord wäre für mich, wenn ich das ausspielen würde. Und ein extrem dichter Nebel. Er selber müsste auch noch schönes Wetter haben, glaube ich, oder klirrenden Regen oder sowas. Ich sag ja, er hat haufenweise Fernkampfeinheiten. Ich weiß nicht, warum er den dichten Nebel ausgespielt hat. Mehr durch Glück gewonnen. Ich verliere nicht gern, aber wenn, dann mit Anstand. Karte und Preis sind dein. Du spielst schon eine Weile. Sicher weißt du, wo ich interessante Karten finde. In Novigrad wäre der Olivier, der Tavernwirt. Der spielt, wenn auch weit unter meinem Niveau. In Velen wüsste ich den Wirt der Taverne am Scheideweg. So, so, Olivier ist also... Ich habe hier eine Info von Wengenberg bekommen. Olivier ist also schlechter als er. Interessant. So, dann haben wir noch den Wirt am Scheideweg. Da ich gerade sowieso dabei bin, die ganzen Quentspiele zu machen, würde ich jetzt einfach mal sagen, das machen wir als nächstes. Habt ihr auch Quentkarten, guter Mann? Was kann ich... Mal sehen. Mal sehen, was ihr im Angebot habt. Ah ja, Farbe, die ich schon habe. Das ist ja schön. Hier, wie wär's mit einem Perlexten? Das war's. Mehr will ich nicht. Bis dann. Ich müsste so langsam mal neuen Alkohol kaufen, glaube ich. Alkohol. Was soll das? Ich muss doch bitten. Habe ich das letzte Mal gegen ihn gespielt? Gegen den Rüstungs... Wieso geht das nicht auf? Die besten waren... Warum habt ihr eigentlich zwei Türen, Herr Schmied? Und warum ist hier eine Tür? Hallo noch einmal. Ah, ich verstehe. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Ich verstehe. Er hat zwei Türen, weil die eine klemmt. Die eine klemmt. Und darum hat er sich eine zweite einbauen lassen. Oder er hat einfach Zeugs vorgesetzt. Nein, ich will gar nicht Quint spielen. Warum mache ich das? Spielen wir Karten. Ich habe doch schon mal gegen ihn gespielt. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob er Gewinnkarten hat, aber dann ist mir eingefallen, dass er ja ein Schmied ist und Spieler haben keine Gewinnkarten. So, wenn wir schon mal hier sind. Nee, warte mal. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Ich wollte gerade sagen, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch zum Friseur. Aber nein, das will ich nicht. Ich suche nämlich den bestimmten Friseur, den ich immer noch nicht gefunden habe. Den haben wir irgendwann mal befreit. Ich will mit ihm. Will mir bei ihm die Haare schneiden. Der ist nämlich ein Experte im Haare schneiden.
weiß nicht, wo der ist. Wir haben irgendwann mal einen Friseur befreit. Von irgendwelchen Banditen. Und ich weiß nicht mehr, wo der hin ist. Ich meine, der hat gesagt Sandort oder so. Ich könnte jetzt natürlich googeln. Oder hat der Maulbeertal gemeint? War das Maulbeertal? Oder Heidfelde? Nee, Heidfelde auf keinen Fall. Schwarzzweig? Da wollten wir eigentlich sowieso hin, aber... Vielleicht hat er Mittelrhein gesagt, aber ich meinte, er hätte Erzdorf oder... Ich glaube, das war Erzdorf. Wo ist Erzdorf? Ich glaube, das war Erzdorf. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich vorhin erzählen wollte, dass ich einen Streamtest mache von Live-LP im Hintergrund. Ja. Das werdet ihr nicht sehen können auf Twitch, weil es ein ich Test gefragt, ist. Wie ich meinen Saufkerl bloß zu Verstand bringen soll. Warte mal. Hab ich Stream kopiert? Ich hoffe, es ist das hier nicht alles für die Katze. Das Haar so weiß wie Quark. Das wäre jetzt genau das Richtige. Das heißt, die Qualität ist eventuell nicht die gewohnte. Ich lege ja eigentlich immer sehr viel Wert auf Qualität. Noch so ein Grund, warum ich keine Facecam nutze, weil ich die einfach nicht qualitativ hochwertig nutzen könnte. Hast du schon mal auf dem Sturmsee gefischt? Ja, ihr dürft die nicht direkt aus dem Boden treten. So, dadurch, dass das ein Streamtest ist, ist die Qualität vielleicht nicht die gewohnte relativ hoch. Ja, also. Wobei ich glaube, dass YouTube sowieso jede Qualität, egal wie hoch, mit welcher hohen Qualität ich das Spiel aufnehme. YouTube hat irgendwie relativ viele Probleme mit Witcher. Das ist einfach so. So, Erzdorf haben wir durchsucht, da war nix. Dann bleibt noch Sandort. Sandort war ein Schmied. Wir haben schon mal einen Schmied befreit, der ist nach Sandort. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich damals Du hast aber einen schönen Anhänger. Es könnte aber auch sein, dass es ein Kaufmann geworden ist. Als ich damals einen Friseur befreit habe, und er hat gesagt, wir sehen uns in Sandort. Und ich gesagt habe, schon wieder Sandort. Was willst du? Weiß der blutige Baron. Was? Spielen wir Karten? Ach, sowas. Warte mal. Wir haben noch gar nicht gespielt. Handeln können wir später. Jetzt habe ich Lust, Karten zu spielen. Vielleicht Gwint? Wieso habe ich nicht gegen den gespielt? Ach, das war während der Zeit, als ich mir unsicher war, wie ich mit Gwint fortfahren soll. Habe ich das weiter im Ding... So... Ich brauche die Wetterkarten nicht mehr. Und ich kann irgendeine schwache Karte rausnehmen. Da, 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 da sind vielleicht sogar ein bisschen viele Horn der Kommandanten, oder? Wenn drei finden, zweimal das Horn des Kommandanten. Ja, gut. Die Finden sind halt gut, wenn man eine erste Runde passen will. Und das Horn der Kommandanten ist eigentlich auch mal gut. So, sie ist 7, Yennefer von Längerberg. Wähle eine Karte aus dem Ablagestapel und spiele sie sofort aus. Blaue Streifen will ich nicht weghauen, weil die blauen Streifen kann ich miteinander kombinieren. Ebenso den Drachenjäger von Zrinfried. Also, die Drachenjäger aus Witcher 2. Dann würde ich sagen, hauen wir Sheila, der Tanker will weg. Die ist nämlich komisch gewesen in Witcher 2. Die mag ich nicht, die ist mir unsympathisch gewesen. So, was haben wir denn hier? Also, blaue Streife, aber nur eine. Zwei Heldenkarten. Drei Belagerungseinheiten, eine Verbrennkarte, ein Spion, was sehr gut ist. Regis, du kommst weg. Keira, kommst weg. Ja, es hätte sein können, dass eine zweite blaue Streife rauskommt. Oder eben eine Finte. So. B-Spion.
Ja, doch. Weg mit ihm. Ich hätte so gerne leichtere Spione. Ja, das ist schon klar. Also schwächere Spione. Aber solange ich keine schwachen Spione habe, muss ich die starken ausspielen. Jetzt hat er schon 6. Wow, schon 6. Der hat hier ein unglaubliches Deck. Ich merke schon, der wird knallhart, der Typ. So, ich habe nur eine blaue Streife. Es ist unwahrscheinlich, dass ich einen zweiten Spion kriege. Ich halte mal mit ihm mit. Oder? Ich würde mal sagen, ich halte mal mit ihm mit. Es ist unwahrscheinlich, dass er irgendwie eine Verbrennkarte oder sowas hat. Wer denn? Normalerweise spielen sie doch ihre stärksten Karten immer als erstes aus. Ja, so, schon eher. Das ist schon eher das, was ich gewohnt bin. Noch ganz gerne weiter aus der Reserve locken. Ich könnte auch die erste Runde eigentlich locker gewinnen. Ich müsste nur die beiden Drachenjäger ausspielen in der Welt. 20 stärker. Oder? Ja. Wenn ich einen ausspiele, wird er wahrscheinlich wieder irgendwas ausspielen. Das heißt, ich bin gar nicht so weit im Vorteil, wenn ich die beiden ausspiele. Und da ich ja sowieso 2 Karten mehr habe als er. Beziehungsweise eine. Ja, das habe ich mir gedacht. So. Ich bin bei 36. Dann holen wir mal ihn hier zurück. Eigentlich hätte ich... Nein, ich hätte einen Drachen... Ah, verdammt. Ich hätte einen Drachenjäger zurückholen sollen. Dann die in der nächsten Runde die Heilerin ausspielen sollen, den nächsten Drachenjäger holen. Ach, verdammt. Egal. Die nächste Runde ist auch schon in der Tasche. Ich habe 2 Heldenkarten, dann habe ich noch die Heldenkarte und alles Mögliche. Ist kein Problem. Und einen Spion kriege ich auch noch. Ist das nicht schön? So, was habe ich im Ablagestapel, was es sich lohnen würde, jetzt rauszuholen und sofort zu spielen? Deadmold. Ja, ich bewahre sie mir mal auf für den Fall, dass er mir irgendwas wegnimmt. Was unwahrscheinlich ist. Der Spion, das war klar. Mhm, einfach immer weiter Karten ausspielen. Er hat kein besonders gutes Deck hier. Schon beeindruckt von seinen Karten hier. Das haut mich um. Da kann ich kaum mithalten. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Ich könnte, aber er ist noch nicht bei einem Gesandt. Wow, ich bin beeindruckt. Ja, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also, was ich dagegen machen soll, ist schon schwer. Ich weiß gar nicht, wieso ich das mache. Ich könnte schon lange passen. Oh. Okay. Jetzt habe ich nur noch eine Karte, die ich ausspielen kann. Ich wollte sie mir aufbewahren, weshalb es mir insgesamt 10 ist beim Nahkampf, aber er ist bei 8. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe.
War wieder ein paar Leichtsinnsfehler drin. Flüchtigkeitsfehler. Ja, sie sind sehr beeindruckend. Sag nicht deiner Mama, dass ich gesagt habe, dass deine Muskeln beeindruckend sind. Die hält mich sonst für ein Pedo. Das wollen wir ja nicht. Am Scheideweg. Oder war das in Schwarzzweig? Mit dem Friseur? Nein, Schwarzzweig war mit dem Waffenschmied, den ich nicht mehr ansprechen kann. Genau, Schwarzzweig war mit dem Waffenschmied, den ich nicht mehr ansprechen kann. Hier, Waldhütte, da bin ich irgendwann mal offscreen vorbeigelaufen, das heißt, ich muss hier nochmal hin. Wir waren nämlich hier bei der Wrackküste und ich wollte offscreen eigentlich zum Flüchtlingslager, habe mich ein bisschen verpflanzt. Ich wollte nämlich Schnellreise machen. Ich hätte theoretisch auch Schnellreise bei der Wrackküste machen können, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, ich war hier. Ja, ich war hier, genau. Ich war beim bewachten Schatz. Und ich wollte zum Flüchtlingslager, aber ich bin irgendwie an den beiden vorbeigelaufen, weil ich gedacht habe, das Flüchtlingslager wäre weiter im Wald. So war das. Das. War das Niederwürr? Mit dem... Oh, wir hatten doch irgendwann mal... Oder habe ich den Friseur noch gar nicht? Ich meine, ich hatte irgendwann mal einen Friseur befreit. Also ein Waffenschmied aus Sandort, glaube ich, oder Erzdorf? Ein Kaufmann? Warte. Person in Not. Ne, zwei. Guck mal, hier den da und dann den hier. Das heißt, das waren erst zwei. Dann war es der Kaufmann und der Ding. Dann kommt der Friseur noch, den wir befreien müssen, irgendwo. Der ist wahrscheinlich hier hinten irgendwo drin. Oder hier oben. Oder hier. Oder hier. Oder bei Novigrad oben. Ist ja auch egal. Komm, wir machen Schnellreise nach Schwarz. Zwar ist im Scheideweg. Das nächste Gwind-Match wartet nicht. Also doch, eigentlich schon. Die NPCs haben ja keine Leben außerhalb von ihren Routinen, die sie... Die laufen ja nicht mehr Routinen ab. Das wollte gerade sagen. Außerhalb von... Ja. Rasenpferd. Was ist mit den Minen? Die Augenrinde gegessen. Kannst versuchen, sie Halunke. Sei gegrüßt. Angeblich spielst du Karten. Das stimmt. Ich habe einen Aushang gemacht. Die Zeiten sind hart und gute Karten sind oft mehr wert als Gold. Also, spielen wir? Ja. So, was habe ich denn bekommen das letzte Mal? Das war was für Novigrad oder Nilfgaard oder? Oder auch nicht? Monster? Skoyatil? Ja, ich glaube, das war der Zwergenschammels noch. Ja, gut, Spiel starten. Ich finde immer noch, dass ich vielleicht ein bisschen zu viele hier Rondes-Kommandanten dabei habe. Aber egal, so ein Spion, ein blaues Streifen, Regis, Keira, ein Drachenjäger. Das können wir besser. Komisch, dass ich erst jetzt gegen ihn spielen kann. Ne? Vom Aussagen haben wir eigentlich auch nichts gesehen. Wir waren ja direkt am Anfang des Spiels hier. Und ich lese mir den Anschlagblätter ja immer durch. Ja, schon komisch. So. Ja, aber was soll's. Komm, Spion. Die 6 kann ich mit einer Karte einholen. Okay, er sieht drei zufällige Karten aus meiner Hand. Ich habe ja das Gefühl, dass die KI sowieso weiß, welche Karten ich habe, aber egal.
Zur Not kann ich ihn mit der Finte zurückholen. Ich mache es allerdings ungern. Ich mache das ungern mit solchen Karten, weil es immer sein kann, dass er in der nächsten Runde den Spion irgendwie aus dem Ablagestapel zurückholen kann oder selber den Spion spielt oder sonst was. Spione sind einfach zu wertvoll in dem Spiel. Die sind zu stark. Das ist auch der Grund, warum sie, glaube ich, im eigenständigen Witcher im Gwind-Kartenspiel gar nicht mehr da sind. Also diesen Free-to-Play-Kartenspiel. Das sie ja schon wieder überarbeitet haben. Ich habe das letztens nochmal angeguckt. Dieses Free-to-Play-Ding. Und sie haben es schon wieder überarbeitet. Alle halbe Jahr gucke ich da rein und immer ist es komplett anders. So. Ja. Ich könnte Detmold zurückholen, weil bringt mir sowieso nichts, wenn er da drin ist. Der verschimmelt dann nur gerade. Dann hoffe ich, dass er Nahkämpfer nochmal spielt. Und dann werde ich den hier ausspielen. Dein Gegner passt. Ja. Kann er machen. Passe ich die erste Runde? Nein, ich müsste nur eine Karte ausspielen, die irgendwie... Oder ein Horn des Kommandanten. Aber ist mir das Horn des Kommandanten jetzt schon wert? Ist es mir das jetzt schon... Ja, komm, machen wir. Ist egal. Ich glaube, der hat sowieso nicht so tolle Karten. Und ich habe auch nicht so viele Karten, die ich damit stärken könnte. Also wo sich's lohnen würde. Theoretisch. Ach, sieh mal einer an. Siehst du, ein Spion? Das ist doch herzallerliebst. Und eine Finte kriege ich auch wieder zurück. Sehr schön. Für den Fall, dass er einen Spion spielt oder irgendwie sowas. So, was habe ich im Ablagestapel? Das habe ich schon wieder vergessen. Hier den Tribok. Er ist bei 8 Nahkampfstärke. Dann hauen wir den Helden raus, weil... warum nicht? Dann locken wir ihn auch ein bisschen aus der Reserve. Ja, den hier. Hat tatsächlich Verbrennen dabei gehabt. Wie gut, dass ich die beiden hier nicht ausgespielt habe. Dann wären die nämlich weg. Ja, natürlich den Drachenjäger ausspielen können. Aber vielleicht hätte der Verbrenner noch nicht eingesetzt. Ich glaube, es gibt da einen irgendwie einen Wert, der überstiegen werden muss. Ich glaube, das ist tatsächlich 6, der erreicht werden muss, bevor sie Verbrennen ausspielen oder sowas. Also zumindest ich persönlich habe noch nie eine KI Verbrennen bei schwachen Karten ausspielen sehen. So, jetzt kann ich aber den Detmold zurückholen. Oder den Seabock. Ich habe noch ein Horn des Kommandanten. Tribok. Passt mir gut. Das heißt, nein, dass der. Das wäre ist eigentlich egal, wie von beiden ich hole, weil. Ja. Ist mir eigentlich egal, welchen von beiden ich hole, denn. Ich werde sowieso die blauen Streifen ausspielen. Und die dann verbessern mit dem Horn des Kommandanten. Der hat relativ viele Verbrennkarten, ha? Und ich habe relativ viele Nahkämpfer. Und den Spion, der fällt mir gerade erst auf. Willkommen zurück zu Let's Play Witcher 3. Folge 54. Da fehlt was, ne?
zur letzten Aufnahme. Zur letzten Aufnahme ist flöten gegangen. Bei Minute 36:18, ich hab's zu spät gemerkt, mitten im Gwind-Match ist sie flöten gegangen. Um es kurz zusammenzufassen. Ich glaube, wir sind sogar noch in derselben Folge. Ich glaube, ich mache einfach eine mega lange Folge wegen Gwind. Um es kurz zusammenzufassen. Er hat sich selbst zerstört. Er hat sich selbst zerstört, indem er... Regen auf sich selbst gewirkt hat. Glaube ich. Ich glaube, er hat sich selbst zerstört. Das ist schon, ich habe eine kleine Aufnahmepause gemacht. Und ich hatte am Ende irgendwie 80 Punkte oder 60 Punkte und er 30 oder 20. Also ich habe ihn haushoch besiegt. So wie es üblich ist. Durch reines Können, da war kein Glück dabei, auch wenn ich ein paar Fehler gemacht habe. Aber ich werde besser. Ich werde besser im Gewinn. So. Folgendes. Wir haben alle großen Wedenspieler besiegt für Gwind. Ja, wir haben jetzt noch den Wirt Olivier in Novigrad, der nicht so gut sein soll wie Stjepan, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin aber ehrlich gesagt noch ein bisschen verwundert, dass wir den gegen den Tavernenwirt gespielt haben, vom Scheideweg, nachdem wir gegen Stjepan gespielt haben. Also es ging nicht anders. Obwohl der Tavernenwirt schlechter war als Stjepan in Ochsenfurt. Verwirrend? Aber so ist es halt so. Vervollständige deine Sammlung von Gwind-Karten. Ich glaube, es gibt in Velen noch ein paar Wirte oder Händler, gegen die ich gespielt habe oder nicht gespielt habe. Ich habe sie angesprochen und ich habe nicht gegen sie gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich eventuell sogar ein paar verpasst habe. Aber es waren zumindest keine wichtigen Charaktere. Hexeraufträge haben wir eigentlich in WLAN auch keine, die ich jetzt so machen könnte. Ich bin ja Stufe 12. Ich könnte höchstens welche auf Stufe 17 oder 18 machen. Ansonsten gäbe es hier gar nichts. Dann gäbe es noch die Schatzsuche von irgendwelchen Sachen. Aber auch die ist eigentlich zu hoch oder nicht in WLAN. Ansonsten gäbe es noch hier... Scheiterhaufen in Novigrad. Denn unsere Reise ist ja eigentlich eine Suche nach Ciri. Und Ciri, und so hat uns der Baron gesagt, ist nach Novigrad aufgebrochen. Nachdem sie ihre Kraft benutzt hat, die die wilde Jagd anlockt, glaube ich. Sie hat ihre Kraft benutzt. Ihre älteren Blutkraft oder sowas hat sie benutzt, um den Baron zu retten. Und ist dann am nächsten Morgen zusammen mit dem Pferd des Barons, das sie im Rennen gewonnen hat, nach Novigrad aufgebrochen. Um... Ich weiß gar nicht, was zu tun. Da ist sie auf jeden Fall hin. So, und ich lese mal kurz den Text, damit man versteht, warum wir jetzt nach Novigrad sind. Und warum, was wir in Novigrad eigentlich machen, weil das ist ein bisschen komisch. Design vom Spiel, weil wir haben jetzt die Besuche Triss in ihrem Haus. Wir haben allerdings als Spieler gar keine Ahnung, warum Geralt Triss besuchen will, es sei denn, wir lesen den Text. So, Ciris Spur führte Geralt zur größten Stadt des Nordens, nach Novigrad. Es wären wahre Tintenmeere notwendig, um diese Stadt in all ihren Facetten zu beschreiben. Deshalb muss es an dieser Stelle genügen zu sagen, dass sie der Sitz der Kirche des ewigen Feuers, ein geschäftiger Hafen und ein Paradies für Künstler ist und ebenso für viele andere zwielichtige Gestalten. Das heutige Novigrad hatte jedoch nichts mehr mit der Stadt gemein, die Geralt von seinen früheren Reisen her kannte. Überall herrschte Krieg und reiche Städte stellten für Truppen auf dem Marsch schon immer eine große Verlockung dar. Allen war inzwischen klar, dass sowohl Radovid als auch M hier gierig nach dieser Stadt lechzten. In Novigrad hatte die Tempelwache unter dem Befehl des machthungrigen Einfallspinsels Caleb Menge das uneingeschränkte Sagen und wurde von einer angsteinflößenden Bande von Zeloten unterstützt, den Hexenjägern. Aber nach wie vor besaßen die Herrscher von der Unterwelt große Macht über Teile der Stadt. Allerdings war die Suche nach Ciri in Novigrad wie die Suche nach einer Nadel in einem brennenden Heuhaufen. Geralt würde Hilfe benötigen. Glücklicherweise lebte eine alte Bekannte in Novigrad. Triss Merigold. Ich habe
mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt. Vielleicht mit den Minen. So, das heißt, wir begeben uns nach Novigrad. Wir besuchen unsere alte Flamme. Es ist witzig, weil Triss rothaarig ist. Triss Merigold. Ich glaube, sonst haben wir hier gar nichts zu tun. Ne? Wir haben hier noch theoretisch was, aber ich will die Fragezeichen später machen. Ja, die machen wir irgendwann später. Die machen wir nicht jetzt. Das heißt, wir müssen erstmal nach Novigrad übersetzen. Das heißt, wir müssen ja eigentlich zum Galgenhügel. Ja, doch, müssen eine Schnellreise und dann zum Galgenhügel machen. Wir könnten theoretisch auch zum Novigrader Tor und dann hier so reiten, aber wir nehmen den offiziellen Weg. Ja. Wir haben einen Passierschein. Sogar zwei Stück. Wir dürfen dahin. So, Plötze. Komm mit. Das wird ein kleiner Ritt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte in Wählen irgendwas vergessen. Aber ich glaube, wir haben eigentlich so wie alles gemacht, bis auf diese Fragezeichen. Bin ich eigentlich unsichtbar? Hey! Du weißt ja, was willst du? Dann griffen beide Streitmächte an. Eine von jeder Seite. Die Kavallerie prescht aus dem Alter vor. Ich muss ja immer noch sagen, dass Triss mir eigentlich lieber ist als jene vorne. Aber das liegt daran, dass ich mit Charles und 2 gespielt habe, bis zum geht nicht mehr. Und Yennefer habe ich erst später kennengelernt, durch erst Witcher 3 und dann, als ich die Bücher nochmal, ja, ich sag mal, überflogen habe. Das habe ich schon mal erzählt. Ich habe die Bücher nie richtig gelesen, weil sie mir zu trocken geschrieben waren. Könnte an der Übersetzung liegen oder ich weiß nicht. Aber ich fand sie irgendwie nicht so interessant. Nicht diese Gebühr. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Aber du entscheidest, wer passiert. So. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Sonst du bist der Hexenmann. Das Haar so weiß wie Quatsch. Wir dürfen hier durch, kein Problem. Lass es bleiben. Er kommt schon von allein. Ich hab gerade gedacht, wieso hängt da eine Leiche, aber das ist ein Typ. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Das glaube ich weniger. Ist das nicht eine nette Begrüßung hier? Die Redania. Hey! Ich bin voll der schlechte Witcher. Ich bin ein sehr schlechter Hexer. Ich reite hier durch ohne. Was passieren? Ja, ich weiß, was passiert. Beweg dich! Ohne, dass ich irgendwelche Kisten ausraube. Ich bin nicht nur für ein schlechter Hexer. Ah, endlich Novigrad! Das hat ja auch lang genug gedauert. Auch wenn ich immer noch das Gefühl habe, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber wir waren ja nicht das letzte Mal in Velen. Wir kommen da schon wieder hin. So, machen wir einen direkten Weg? Nee, wir machen einen kleinen Umweg. Wir machen einen ganz kleinen Umweg. Schon wieder Monsternest. Jetzt geht die ganze Kacke von vorne los. Ah, wie schön das hier ist. Novigrad ist schon. Also nördlich des Pontas ist es schon alles relativ unberührt vom Krieg. Ne? Also man kriegt weniger mit davon. Nicht, dass es dass man nichts davon mitkriegt, aber man kriegt so rein. Wieso ist hier niemand? So, jetzt rein von der Zerstörung her oder so, no, sieht man vom Krieg hier nichts. Hier gibt es keine zerstörten Dörfer oder haufenweise Banditenlager oder sowas. Wieso ist hier niemand? Verwirrend. Ja, das sind ja doch Menschen.
Ja gut, da vorne natürlich, ne? Aber das ist wieder am Konter. So, falsch. Wir haben nämlich auf der Karte eigentlich noch ein gelbes Ausrufezeichen gehabt. Das habe ich gerade gesucht, aber das ist, glaube ich, weiter im Norden. Das ist schon nett hier. Na gut. Arbeiten wir uns einfach im Zickzack vor. Dann gehen wir halt zu der Bergruine. Die sieht ja auch recht interessant aus. Und sie gibt uns einen schönen Überblick. Vielleicht ist da sogar das Fragezeichen. Das aus unserem Zeichen. Ach, die blöden Banditen wieder. Die Dinger. Burg Drahi. Naja, wie eine Burg sieht das nicht aus. Sehr so ein Turm. Aber gut, wenn die Designer bei CD Projekt Red sagen, das ist eine Burg, dann wird das wohl eine Burg sein. Was haben wir denn hier? Ich wette, die ging auch so auf. Erstmal ein bisschen Licht machen. Verbesserte Schweife, ey, verdammt gut! Ja! Die habe ich das letzte Mal, als ich Witcher 3 durchgespielt habe, kein Witz, mindestens 10 Stunden lang gesucht. Ohne Scheiß. Die habe ich 10 Stunden lang gesucht. Mindestens. Jetzt finde ich sie einfach so. Vielleicht haben sie die Droprate von dem Ding verbessert. Ah, schön. So, muss ich die ausrüsten? Nee, ne? Das ist schon. Ja, es ist schon. Böserst du, Leo. Prinz Adriens Tagebuch und Katzenstahlschwert. Kian war toll. Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfenschemas mit Professor Gloga irgendwo in den Ruinen von Est-Taja verschwunden sind. Doch all die Skizzen für dieses Stahlschwert sind so viel wert wie ein Dorf in Südridanien. Wir teilen die Profite entsprechend unserer Vereinbarung zu gleichen Teilen. Ich behalte das Schema für das Silberschwert, Kian das Schema für die Armbrust. Ich muss sagen, dass die Köpfe der Expeditionsmitglieder in Essig nicht unbedingt nötig gewesen wären, doch andererseits sind sie beeindruckender Nachweis von Kians Gewissenhaft und Professionalität. Der Hexer hat geschworen, dass keiner der Archäologen Est-Taja Leben verlassen würde, und er behielt Recht. Umso trauriger, dass Kian mein Angebot nicht angenommen hat. Als mein Leibwächter hätte ich es ihm... Da muss ich kurz husten, guck, tut mir leid. Ganz spontan. Als mein Leibwächter hätte es ihm nie wieder an irgendwas gefehlt. Pünktlicher Lohn, Kaviar und Erdbeeren zum Frühstück, Hummer zum Mittagsmahl, tägliche Bäder, ein Hofchirurg, Kurtisanen beiderlei Geschlechts für all seine Bedürfnisse. Und hätte er immer noch etwas begehrt, hätte er nur an meine Kammertür klopfen müssen. Er muss dieses Herumziehen in dieser Welt sehr lieben, denn ich glaube nicht, dass Jakob von Dembig ihm ein besseres Angebot hätte machen können als ich. Also wirklich, Jakob von Dembig? Ein zweitklassiger Kapitän, der für eine Handvoll Kronen Huren an Novigrader Hafenarbeiter liefert? Mit ein bisschen Glück sinkt seine Nussschale im nächsten Sturm und Kian kehrt mit eingekniffenem Schwanz zu mir zurück. Unleserlich geschrubbte, unleserlich einwachsen, unleserlich klingende... Klingöl, unleserlich Teufelsbuvis, unleserlich Verzerrungen. Die Tinte ist deutlich frischer als bisher, offenbar sind mehrere Jahre vergangen. Ich habe gehört, dass der fliegende Hirsch, das Schiff, auf dem Kian siegelte, vor der Küste in Grashügels gesunken ist. War das mein Fluch? Nicht übel für einen Anfänger. Vielleicht sollte ich erwägen, mich in Ban Art einzuschreiben. Was? Ich glaube, der wäre ein bisschen sehr versessen mit einem Hexer. Kian. Warte mal, da ist eine Fackel. Wieso habe ich die nicht angezündet? Wie konnte ich die übersehen?
war ich noch nicht, ne? Ja. Ich finde es sehr, sehr schön, wie die Musik einfach passend ist. Es passt schon sehr gut zu so einer verfallenen Ruine mit Skeletten und einem dunklen Geheimnis und so weiter. Also, das ist schon krass, wie gut das hier passt. Es ist schöne Sommermusik. Oder Frühjahrsmusik. Ach, wie schön, da hängt noch einer. Geht noch weiter hoch, ja? Da hängt ja noch, da liegt ja noch einer. Wieso liegen denn hier so viele Leute? Wieso sind denn hier so viele Tote? Was ist denn da los? Juhu, eine redanische Hellebardierüstung. Die sieht wunderschön aus. Also ehrlich, sieht gar nicht so schlecht aus. Ist halt schlechter. Leider. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die schweren Rüstungen in Witcher eigentlich ganz lustig finde? Ich finde, das hat Stil. Aber sie ist halt schlechter. Ich werde wahrscheinlich auch wieder auf Bärenrüstung steigen. Ja, umsteigen irgendwann, sobald ich die habe. Hä? Was ist denn hier los? Was ist denn das? Seltsam. Als ob ein Wirbelwind vorbeigefegt ist. Ich sollte den Turm untersuchen. Hä? Ach, jetzt! Jetzt, wo es seltsam ist. Ah, das ist keine schlechte Entscheidung. Jetzt, wo wir wissen, dass hier irgendwas komisch war, ist auch die Musik anders. Davor war es halt ein normaler Turm mit Leichen und Blut und allem möglichen. Aber... wir machen das jetzt nicht. Ja, ich tease das ein bisschen. Wir müssen mich noch woanders. Was wollt ihr denn schon wieder? Plätze, weiter geht's. Jetzt habe ich mich oben gar nicht umgeschaut, ne? Aber es war echt eine schöne Aussicht. Das kann ich euch versichern. Da kommen wir nochmal hoch. Vielleicht. Ein Mörder treibt sein Unwesen in der Stadt. Aber du hast keine Angst, nicht? Was? Ein Mörder treibt sein Unwesen in der Stadt? Soll er mal versuchen, mich zu ermorden? Kriegt er bestimmt hin. Muss ich Ciri nicht mehr suchen. Wo ist das? Einen habe ich noch nie gesehen. Ja, wie schön das ist. So friedlich, ne? Ups. Das ist aber schon ein starker, also echt starker Kontrast zu Wele. In Wele. Das heißt aus gutem Grund Niemandsland. Leune oder nicht, der Tod erwartet uns bald. So wie... ein Landstück in Frankreich immer noch Niemandsland heißt. Weil dort Millionen von Soldaten im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Gestorben sind. Ermordet wurden eigentlich. Niedergemetzelt wurden. Weiß nicht, woher sie das Geld hat, um die vielen Katzen zu füttern. Was? Oh, meine Liebe, du wirst überrascht. Unsere Katzenfreundin war früher der Kopf einer Bande. Sie haben die Gräber von Elfen geplündert. Ich bin mir sicher, dass sie viele Schätze versteckt hat. Eine Frau mit Katzen, die reich ist? So, Schreiber erstellt offizielle Schriftstücke. Ich stehe für die Erstellung von Dokumenten jeden juristischen und behördlichen Bedarf zur Verfügung. Darunter Schadensersatzlagungen, Rechnungen, Mahnbescheide, Haftbefehle und Berufungen gegen offizielle Entscheidungen. Meine Gebühren sind moderat, meine Bearbeitungszeiten kurz. Luis Vogler. Letztens stand in den Kommentaren...
Ich weiß gar nicht, ob das zu Witcher oder zu Skyrim war, ist aber egal. Dass das Stimmen verstellen, wenn ich was vorlese, recht nervig sei. Ist mir egal. Ich mach das trotzdem. Bisher hat sich sonst niemand beschwert. Die besten Grabsteine der Stadt. Grabsteine aus Granit oder Marmor, aus Holz oder Metall. Accessoires aus Granit und Lehm, darunter Vasen, Schalen, Laternen, Urnen, schnell und zuverlässig bei großen Festen und nach Schlachten rechtzeitig vorbestellen. Ja. Selbstgebackener Kuchen. Köstlich selbstgebackene Kuchen. Wie von Oma. Nur bei Tante Amelia. Apfelstreusel, Käsekuchen, Zwetschgenkuchen und viele andere. Alle aus dem feinsten Obst und Mehl direkt von den Feldern im Umkreis von Novigrad. Ich wollte gerade sagen, wo haben sie das eigentlich her? Aber wir haben ja gerade da schon das Thema gehabt. Oder ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass Novigrad recht unberührt ist vom Krieg. Auftrag, Teufelser, falls sich einer dies verirrt haben sollte. Ich habe das ungute Gefühl, ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder, in deren Besitz zu kommen, ich das Glück hatte. Bis neulich war ich jedenfalls noch dieser Ansicht, dass also diese Wälder zur Heimstatt irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Ich heuerte vor kurzem ein Trupp Holzfäller an. Zwerge waren's. Stramme Burschen, jeder von ihnen hatte in seinem Leben schon unzählige mächtige Bäume gefällt. Du kannst dir also meine Überraschung vorstellen, als sie verschwanden und der einzige von ihnen, der gefunden wurde, behauptete, ein Monster gesehen zu haben. Ich habe einen Preis dafür ausgesetzt, dass jemand mein Waldstück von bösen Kreaturen befreit und ich hoffe sehr, dass ich diese Belohnung bald jemandem erreichen darf. Beste Grüße, Brian Hotch. Ah, bei der Belohnung, da bin ich dabei. Auftrag die weiße Dame. Zwinker, zwinker. Gute Leute, habt Erbarmen mit uns Bauern. Die Felder vor unserem Dorf wurden vor einer Erscheinung heimgesucht, die das Äußere einer Jungfrau hat. Nur nicht das Gesicht, denn ihres ist grässlich und besudelt. Wer sich wie auf sie entspannend nähert, ist des Todes. So können wir unsere Ernte nicht einbringen und nur Hunger und Elend erwarten uns. Wir wollen zusammenlegen und das Gold, das wir noch haben, demjenigen geben, der die weiße Dame vertreibt oder tötet. Helma, Witwe von Ignatius. PS, aufgrund der großen Nachfrage schreibe ich es gleich dazu. Ich habe kein Interesse an einer erneuten Heirat. Was? Gwint mit hohen Einsätzen. Gwint, Freunde, Graf Tybald. Lädt als stolzer Gastgeber zu einem Gwint-Turnier mit hohen Einsätzen in die Passiflora ein. Es winken nicht nur herausfordernde Partien gegen die Besten der Spieler, gegen die Besten der besten Spieler, sondern auch vertreffliche Siegesprämien. Das kann man tatsächlich nicht schaffen. Da muss man schon immer schön vor jedem Match speichern und sicherstellen, dass man gute Karten hat. Die Teilnahme ist Damen und Herren vorbehalten, die entsprechende Gebühr aufbringen können. Zudem ist ein überdurchschnittliches Blatt erforderlich, das bei der Anmeldung überprüft wird. Bis bald in der Passiflora. Da gehen wir auf jeden Fall hin, aber nicht jetzt. Die Wahrheit. Weiß nicht, woher sie das Geld hat, um die vielen Katzen zu füttern. So. Wo ist die Witwe vom Ignatius? Wo ist sie? Die war hier irgendwo. Da, Helma. Lass mich in Ruhe. Verdammt, ich hab die Quest zu früh gestartet. Muss ich's nochmal sagen? Ich hab keine Zeit. Lass mich in Ruhe. Meine Güte, ich hasse das in Witcher. Ich hasse das, dieses lineare Ablaufen der Quest. Nein, du hast die Quest jetzt so gestartet. Jetzt musst du sie auch so beenden, weil du hast den Anfang der Quest quasi übersprungen. Das kannst du nicht nachholen. Ja, vielen Dank auch, ihr linearen Quest-Designer. Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um. Ja? Ihr habt gar kein Interesse an deiner Frau. Die hat wahrscheinlich keine Zähne mehr. Und Warzen auch. Und was weiß ich, keine Ahnung. Ist halt so. Wahrscheinlich ist sie ein Hund. Das ist unfair gegenüber der Frau. Aber... Hä? Waren wir nicht? Hä, hier waren wir doch gar nicht. Nö, hier waren wir nicht. Die Blutspur führt zum Keller. Ja. Sehr schön. Hier waren wir noch nicht so. Ich sag's mal so. Eine Frau, die so einen heiratet, Zwangsheirat vielleicht? Zwangsehe? Ich weiß nicht. Jemanden, der einem vorbeilaufenden Hexer sagt, wenn du meine Frau anrührst. Ja gut,
Welcher Mann fühlt sich nicht durch Geralt bedroht? Geralt muss Frauen nur ansehen und sie werden schwach. Du bist aber keine Frau. Was macht ein Ghoul hier? Erstmal Licht anmachen. Runter? Nee. Tötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Geht's hier irgendwo lang? Warte mal. Hart! Ah, toll, ich hab's geschafft, das Licht auszumachen. Iggy! Auf den Schrecken Bratapfel. Okay, wir haben eine Leiche. Ich meine, wir wissen schon, womit wir es zu tun haben. Wir haben es mit einer Erscheinung zu tun. Die Frage ist, was für eine? Mittagserscheinung, Abendserscheinung? Auf jeden Fall einem Geist. Ist schon klar, das wissen wir jetzt schon. Geisteröl. Who you gonna call? So, gucken wir mal, haben wir hier unten irgendwas? Also oben war ja dieser komische Strudel. Hier unten ist noch eine Fackel, die ich nicht angezündet habe. Darum sind wir hier. Es ist doof, dass das Gespräch mit der alten Dame wieder gefehlt hat. Ich habe fast das Gefühl, ich sollte den Spielstand neu laden. Und dann erst mit der Dame reden. Aber so ist das halt bei Witcher, ne? Das ist halt die Schwächen des Spiels. Das ist nicht perfekt. Leider. Meiner Ansicht nach gibt es ja sowieso keine perfekten Spiele. Wenn jemand sagt 10 von 10, also jemand ein Spiel eine perfekte Bewertung gibt, dann heißt das, dass es keinerlei Fehler hat. Nichts falsch macht. Das ist trotzdem ein sehr gutes Spiel, natürlich. So. Seltsam, als ob ein Wirbelwind vorbeigefegt ist. Komisch, hier waren wir gerade eben schon. Oh, diese Sonnenuntergang. Nein, nein! Oh, da liegt eine Leiche.